Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens, einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, einordnen. Er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. Als 1999 die NATO sich ein strategisches Konzept gab, das den Realitäten nach dem Kalten Krieg gerecht werden sollte, tauchte unter den NATO-Aufgaben neben der Interventionsfähigkeit in Krisensituationen auch die Sicherung ökonomischer Interessen auf. Mit anderen Worten, der Begriff der Sicherheit hatte sich erweitert. Jetzt kommen allerdings auch noch völkerrechtliche Grundprinzipien dazu, nämlich das Recht auf Selbstverteidigung unter der Maßgabe der Verhältnismäßigkeit der zur Verteidigung einzusetzenden Mittel natürlich. Und das heißt ganz konkret, Angriffe können abgewehrt werden, im äußersten Fall eben auch mit Hilfe der Bundeswehr. Und dies können natürlich auch Angriffe sein, die die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands betreffen. Auch in den völkerrechtlich legitimierten geringen Fällen gibt es auch immer zumindest ökonomische Nebeninteressen. Aber das darf niemals die Motivation sein. Die Motivation ist, unser Land wird angegriffen und dann dürfen wir es verteidigen. Punkt. Oder jemand, dem wir Beistand zugesichert haben, wird angegriffen, dann dürfen wir ihn verteidigen. Und dann gibt es noch die zwei Ausnahmen nach Kapitel 7. Aber der Sicherheitsrat muss sich an das Völkerrecht halten. Es muss der Weltfrieden gefährdet sein oder die internationale Sicherheit muss gefährdet sein. Wenn Sie die Verfasser der Charta der Vereinten Nationen gefragt hätten, ob das auch der Fall ist, wenn ökonomische Interessen verletzt werden, hätten die immer Nein gesagt. Und das im Nachhinein anders zu interpretieren, möchte ich nicht. Unsere Finanzinteresse, wir gehen einfach hin, wir nehmen sie einfach zu uns. Ob die Völker dort einverstanden sind oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es gibt in der Tat eine Reihe von Ländern, in denen wir mit Einverständnis der jeweiligen Regierung sind. Das ist beispielsweise in Afghanistan der Fall. Das ist im Libanon der Fall, das war im Kongo der Fall. Als wir einmarschiert sind, saß da noch die Taliban-Regierung, die war gar nicht mit einverstanden. Dann haben wir erst, da ist eine Regierung installiert worden, die einverstanden war. Bloß das kenne ich schon. Als die Sowjetunion einmarschierte, war auch eine Regierung, die sie nicht wollte. Und dann hat sie natürlich eine eingesetzt, die sie wollte. Trotzdem bleibt der Einmarsch der Sowjetunion für mich klar völkerrechtswidrig. Die Frage ist auch nicht, ja, ob wir uns mit anderen um deren Wasser streiten, sondern die Frage ist, ob dort, wo Verteilungskonflikte entstehen, zum Beispiel um natürliche Ressourcen, ob dort das Recht des Stärkeren gilt oder ob die Stärke des Rechts gilt und man nach vereinbarten Regeln miteinander auskommt. Das ist nicht nur eine Frage, in der sich die Bundesrepublik Deutschland, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, sondern es ist eine Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Wir handeln hier nicht einseitig, wir handeln im Rahmen der Vereinten Nationen. Nicht die Bundeswehr und deutsche Politik bricht das Recht, sondern Verbrecher und staatliche verbrecherische Akteure brechen das Völkerrecht, die Menschenrechte zutiefst und dann reagiert die UNO. Wir haben eben auch eine internationale Mitverantwortung dafür, dass Kriege, dass Konflikte erst gar nicht entstehen und dass dort, wo sie entstanden sind, die internationale Gemeinschaft zu einer Konfliktbeilegung kommt.